Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Herr Friederizzi, was Sie gerade zu dem Antrag der Piraten gesagt hat, hat mich auch überrascht. Also nicht nur so, was Sie zum Kneeling erzählt haben, aber was Sie zum Antrag der Piraten gesagt haben, ich weiß nicht, Sie haben den, glaube ich, nicht gelesen. Es geht nämlich eigentlich nur darum, dass es ein Pilotprojekt geben soll auf einer Teststrecke, die gemeinsam mit BVG, dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, den entsprechenden Arbeitsgruppen, also wo die Vertreterinnen und Vertreter der Betroffenen sitzen, also dass dort eine solche Teststrecke entwickelt wird, dass diese Teststrecke denn beobachtet wird, gemeinsam ausgewertet wird, und dann wären wir alle tatsächlich schlauer. Weil dann könnten wir alle überprüfen, ob es stimmt, sozusagen das Lieblingsargument der letzten Jahre, boah, dann ist es so laut mit den entsprechenden Bussen und Straßenbahnen und dann werden die Menschen so gestört. Stimmt es überhaupt? In anderen Städten wird diese Erfahrung so nicht gemacht. Die Frage, ob das technisch machbar ist oder nicht, lässt sich relativ einfach beantworten. Es ist technisch machbar, weil ansonsten könnte es ja nicht in anderen Städten durchgeführt werden. Die Frage, ob das bei den Berlinern Bussen und Straßenbahnen möglich ist, ja, die Frage muss geklärt werden. Sollte dies nicht möglich sein, wäre das ein weiteres Mal, wo BVG und Senat gezeigt haben, übrigens mit den neuen Bussen, die jetzt ja schon angeschafft wurden, wo wir heute auch noch drüber reden sollten, denn auch schon versäumt wurde, dort entsprechende Lautsprecher anzubringen. Das alles können wir im Ausschuss in Ruhe diskutieren. Aber wenn ich jetzt die Debatte heute richtig verstanden habe, steht eine relativ große Einheit, die CDU wackelt noch ein bisschen, aber sagt auch nicht nein, aber haben wir eigentlich eine Mehrheit dafür, dass wir sagen, wir machen mal so eine Teststrecke. Frau Montero, ich finde jetzt auch nicht, dass wir noch eine Anhörung machen müssen, weil es ist tatsächlich keine neue Forderung, keine neue Debatte. Es gibt Erfahrungen. Wir sollten uns da relativ schnell auf den Weg machen, auch zu Recht, weil Sie noch mal darauf hingewiesen haben, wenn man sowas machen möchte, kostet es Geld. Es wurde heute schon mehrmals gesagt, Inklusion gibt es nicht zum Nulltarif. Und deshalb hat Frau Montero natürlich recht gehabt mit dem Hinweis, dass wir dann noch entsprechendes Geld bei den Haushaltsberatungen einstellen werden. Da steht offensichtlich die Koalition oder die SPD fest an unserer aller Seite. Von daher sollten wir das dann doch gemeinsam anpacken und möglichst schnell. Vielen Dank.